Die dritte und damit vorerst letzte CDTV-Folge beginnt mit einer kleinen Geschichtslektion. Es ist doch immer wieder lustig, wie verwoben doch die damaligen Verhältnisse in dieser Branche waren. Für die Entwicklung von Spezial-Homecomputersystemen, vornehmlich Multimediasysteme wie das CDTV, für den Einsatz in Wohn-, Arbeits- und Klassenzimmer formte Commodore 1988 eine Abteilung namens Special Projects unter der Leitung von, Achtung, jetzt kommt's, Nolan Bushnell. Ja, der Typ, der Atari gegründet hatte und mit Pong schon einen guten Sack Dollars verdient hatte. Das heißt, diese spezielle Abteilung hätte in einem unscheinbaren Anbau mit eigenem Eingang gewerkelt und getüftelt. So, doch jetzt genug davon. Los geht's mit der 40. YesterChips-Folge. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Nein, das ist kein HTML5-Fehler und mit euren YouTube-Qualitätseinstellungen ist auch alles in Ordnung, behaupte ich mal. Das Intro präsentiert sich heute lediglich in voller CDXL-Pracht. Womit wir auch gleich beim ersten Thema wären. CDXL, das Videoformat des CDTV und CD32. Das Videoformat des CDTV heißt CDXL, oftmals auch einfach nur XL Video genannt. Es wurde speziell für den Amiga-Chipsatz maßgeschneidert und zeichnet sich, auf dem CDTV, durch eine Auflösung von 160 x 100 Pixeln, also etwa einem Viertel Bildschirm, und einer Framerate von etwa 12 Bildern pro Sekunde aus. Bedingt durch das OCS-Chipset sind 4096 Farben darstellbar. Audio gibt es zum Video mit 11.025 Hertz, 8-Bit in Mono. Damals war diese Leistung durchaus okay, keine andere Multimedia-Maschine konnte das bieten, allerdings war CDXL keinesfalls eine ernstzunehmende Konkurrenz gegenüber dem vorherrschenden VHS-Videostandard. Dies war aber auch gewiss nicht der Anspruch. Hauptqualitäts- und Performancebremse ist hier das Single-Speed-CD-ROM-Laufwerk mit seinen mageren 150 Kilobyte pro Sekunde. Entsprechend kann das CD32, auf welchem ebenfalls CDXL-Videos laufen, mit seinem Double-Speed-CD-ROM-Laufwerk, welches 300 Kilobytes pro Sekunde schafft, Videos mit entweder 24 Bildern pro Sekunde bei gleicher Auflösung oder 12 Bildern pro Sekunde bei doppelter Auflösung liefern. Dank AGA-Chipset, beides immer bei vollen 262.144 Farben aus der 24-Bit AGA-Palette. Wenn es richtig gemacht wird, also so, wie es sich die Entwickler ausgedacht hatten, dann wird CDXL gestreamt. Mehr oder minder. Die Bild- und Toninformationen werden per Direct Memory Access, kurz DMA, direkt von der CD in den Speicher des CDTV und damit auf den Bildschirm geschaufelt. Es ist grob vergleichbar mit dem Playback von Audio-Tracks von CDs. Es wird also keine Videodatei im klassischen Sinne durch eine Player-Software geladen und abgespielt, sondern es wird praktisch eine CD-Spur, welche die Bild- und Toninformationen beinhaltet, abgetastet. Der Prozessor wird damit praktisch nicht belastet. Naja gut, wir haben einen 68.000er Prozessor mit 7 MHz hier am Laufen, den könnte man auch gar nicht mit rechenintensiven Aufgaben wie der Dekodierung eines encodeten Videofiles beauftragen, das würde er schlichtweg nicht in der geforderten Zeit schaffen. Daher auch der Fakt, dass CDXL-Videos keine wirkliche Komprimierrate aufweisen. Sie fallen also, verglichen mit ihrer Performance, relativ speicherhungrig aus. Um die bestmögliche Abspielgeschwindigkeit herauszuholen, bedienten sich die Entwickler von CDXL eines kleinen Kniffs. Die Video- und Audioinformationen werden im sogenannten Form 2 Mode 2 in einen CD-Track gebrannt. Dies ist ein Modus, der praktisch auf Fehlerkorrekturen verzichtet. Eine kurze technische Erklärung hierzu. Pro Sektor bietet eine CD-ROM Platz für 2352 Bytes. Der größte Teil davon wird für die User Data verwandt, also für die Daten, welche uns im Endeffekt interessieren. Der Rest wird für Synchronisation, Header-Info und im sogenannten Mode 1 für die Fehlerkorrektur aufgewandt.
Im Mode 2 haben wir pro CD-Sektor 2336 Bytes für die User-Daten zur Verfügung und nicht, wie im heute üblichen Mode 1, also mit Fehlerkorrektur, nur 2048 Bytes pro Sektor. Da sich unser CD-Laufwerk mit konstanter Geschwindigkeit dreht, bedeutet dies also, im Mode 2 gelangen mehr User-Daten pro Zeiteinheit in den Speicher als im Mode 1. Und eben dies macht sich CDXL zunutze. Und eben dies ist es, woran ich bislang gescheitert bin. Ja, ich hab's nicht hingekriegt, eine playbackfähige Mode 2 CD mit CDXL-Video zu erstellen. Ja, wie jetzt? Das Intro-Video. Ja, das ist schon korrekt. Das ist ein CDXL-Video. Auch im CDTV-tauglichen Format, also 160x100 Bildpunkte. Allerdings habe ich hier gecheatet und das Video auf einem CD32 abspielen lassen, welches ja ein Double-Speed-Laufwerk hat. CDXL kann man nämlich auch, wie später thematisiert, auch ganz einfach als normale Videodatei erzeugen und mit einem Player abspielen und im normalen Mode 1 auf CD brennen. Folgerichtig schafft es dann aber das CDTV nicht mehr, das Video ruckelfrei wiederzugeben. Ich habe mit dem Mode 2 schlichtweg die Nerven verloren. Daher an dieser Stelle ein Aufruf an alle Tüftler und CDTV-Spezialisten. Wenn ihr es hinbekommt, eine solche Mode 2 CDXL Video-CD zu erstellen, immer her damit. Bitte! Ich habe 12 Rohlinge in die Tonne gedrückt. Ich mag nicht mehr! Es steht und fällt also wirklich alles mit der Geschwindigkeit, mit welcher die Daten vom Speichermedium in den Arbeitsspeicher geschafft werden können. Da wundert es auch nicht, dass man beispielsweise auf einem einfachen Amiga 500 mit angeschlossener Festplatte solche Ergebnisse hier erzielen kann. Denn CDXL-Videodateien kann man auf jedem Amiga laufen lassen. Man braucht dafür nur einen passenden Player. XL Play ist Bestandteil des Convert to CDXL Downloads, zu dem wir gleich noch kommen werden, läuft bereits mit Kickstarts kleiner 2.0. Der CD-GSXL Player, den man sogar mit einer komfortablen GUI ausstatten kann, zu bekommen im Arminet, läuft mit Kickstart 2.0 und höher. Ja, ihr könnt's ruhig glauben, das hier ist kein Fake, ausnahmsweise mal. Ein simpler Amiga 500 mit in Summe 1 Megabyte Arbeitsspeicher spielt gerade eine Folge der Yesterchips ab. Die Spezialisten der CD32 Allianz haben sich eingehend mit der Frage beschäftigt, wie man selbst CDXL-Videos erstellen kann und bieten auf ihren Seiten zwei Möglichkeiten an. Entweder man nimmt den langen, steinigen Weg und macht alle notwendigen Schritte per Hand. Das soll heißen, ein vorhandenes MPEG-Video muss in Video- und Tonspur gesplittet werden, der Ton muss ins 8SVX-Format konvertiert werden und die Videodatei muss in Einzelbilder zerlegt werden und das war dabei noch der einfache Teil von allem. Was dann folgt, ist echte Fummelarbeit. Ich gehe nicht näher darauf ein. Wen es interessiert, der kann es sich auf der Seite der CD32 Allianz in einer toll gemachten Beschreibung ganz genau durchlesen. Viel sympathischer finde ich das fertige Skript, welches ebenfalls auf der Seite zur Verfügung steht. Convert to CDXL. Das Ding ist ein wirkliches Schätzchen. Das zu konvertierende MPEG-Video auswählen, ein paar Klicks zum gewünschten Ausgabeformat tätigen und der Rest passiert von selbst. Nun machen wir das mal der Reihe nach. Zunächst einmal empfehle ich euch einen Amiga mit ordentlich Dampf auf dem Kessel, sonst wird das Ganze eine sehr langwierige Aktion. Ein 68040er oder 68060er Prozessor ist Pflicht. Mal als Referenz. Für das vorhin gesehene Intro-Video hat mein Amiga 4000 mit Cyberstorm Mark II Turbocard 68060er Prozessor bei 50 MHz und 64 MB Fast RAM. Dieses Monstrum hat ganze 5 Minuten gebraucht, um das gesamte Skript abzuarbeiten. Ganz wichtig ist noch, dass ihr einen Amiga mit Festplatte nutzt, auf der noch ordentlich speicherfrei ist. Nachdem ihr das Convert to CDXL von der CD32 Allianz Seite heruntergeladen habt, müsst ihr in eure Startup-Sequence zwingend noch einen Assign auf das Verzeichnis von Convert to CDXL legen. Also eine neue Shell aufmachen, ins S-Verzeichnis wechseln, add Startup-Sequence oder User-Startup, wie ihr das eben lieber haben möchtet,
Jetzt setzen wir hier in diesem Falle also ein assign nil convert to CDXL Doppelpunkt work Doppelpunkt convert to CDXL. Datei speichern mit Escape und X und dann entweder den assign-Befehl einmal in der Shell händisch ausführen oder eben den Amiga mal geschwind neu starten. Wenn man nun in der Shell convert to CDXL Doppelpunkt eingibt, landen wir im Verzeichnis work Doppelpunkt convert to CDXL. Und das war's an Vorbereitungsarbeiten. Jetzt brauchen wir im Prinzip nur noch ein MPEG-Video, welches wir in das XL-Filmformat konvertieren möchten. Starten wir also dann das Skript. Hier wählen wir unseren Prozessor aus. Jetzt wird die gewünschte Farbpalette des Ausgabevideos abgefragt. Beim CDTV würden wir hier technisch bedingt nur OCS, also 32 Farben, und HAM6, das entspricht 4096 Farben, auswählen können. Beim CD32 oder generell bei AGA Amigas kann man hier auch AGA, also 256 Farben, und HAM8, satte 262.144 Farben, auswählen. Nun die Frage nach dem gewünschten Ausgabeformat. Beim CDTV sind wir, wie gesagt, bedingt durch das Single-Speed-CD-ROM-Laufwerk, an die 160x100 Bildpunkte gebunden und eben diese verbergen sich hinter dem Button CDTV. Und jetzt müsst ihr nichts mehr machen. Das Skript wurschtelt sich nun durch und erledigt alle Schritte vollautomatisch für euch. Am Ende habt ihr im Verzeichnis von Convert to CDXL eine film.xl-Datei. Dies ist euer fertig konvertiertes Video. Schauen wir es uns doch gleich mal an, indem wir den mitgelieferten Player starten. XL Play film.xl. Film ab. Nur um die Verhältnisse nochmal klarzustellen, mit CDXL bewegen wir uns kurz nach der großflächigen Verbreitung der CD-ROM auf dem Heimcomputermarkt und noch vor der Verfügbarkeit von kostengünstigen MPEG-Hardware-Decodern. Es ist zwar richtig, dass MPEG 1 1991 vorgestellt wurde, also richtig Verbreitung fand es erst ab 93, jedoch wäre der 68000er wie gesagt nicht imstande gewesen, die Dekodierung schnell genug auszuführen. Das wesentlich nennenswertere Format MPEG 2 kam 1994 heraus und naja, bei MPEG 2 reden wir bereits von DVDs. CDXL ist keinesfalls gleichzusetzen mit Full Motion Video, kurz FMV. Dafür braucht ihr selbst das leistungsstärkere CD32, ein Zusatzmodul. Kommen wir nun zur Sparte Hier ist der Chips Zuschauerservice. In Folge 7, Spielekonsolen Made in Germany, habe ich mir den Spaß gemacht, die Leistungsaufnahme der Geräte zu messen. Damals war das eher als Gag gedacht, ja eigentlich auch die ganze Folge. Doch nun, beim CDTV, trat die Frage danach wieder auf. Und diesmal ist die Frage berechtigt, denn das CDTV bleibt, normalerweise, stets im Standby-Betrieb. Also flanschen wir mal wieder unser hochpräzises Chibo-Messgerät dran und schauen mal, was sich da so tut. Da! 20 Watt! Und das für die Anzeige von der Uhr. Ja, das ist fast schon ein bisschen unverschämt. Aber okay, 20 Watt Standby-Betrieb. Schaut mir das Ding mal an. Aha. 41 Watt. 41 Watt im laufenden Betrieb. Und jetzt bekommt er noch was zu arbeiten. CD rein. Also im Betrieb nur die Basiseinheit CDTV.
etwa 43 Watt Stromverbrauch. Ja, das sind richtige Zuschauerinformationen hier. Das wolltet ihr wissen. Eins vorweg. Ich wurde zu folgendem Beitrag genötigt. Auf vielfachen Wunsch eines einzelnen Individuums beleuchte ich nun das Erstellen einer CD plus G in ihrer grausamsten Form, als Karaoke-CD. CD plus G, das sind prinzipiell Audio-CDs, welche auch noch kleine Grafiken mit an Bord haben. Normale Audio-CD-Player können diese CDs abspielen, halt einfach nur als normale Audio-CDs. Bestimmte Wiedergabegeräte, zu denen das CDTV und das CD32 gehören, sind aber auch imstande, die auf der CD gespeicherte Grafik darzustellen. CD plus G ist praktisch in der Bedeutungslosigkeit verschwunden, aber wie der Lesch immer sagt, nur mal so für Spaß, erstellen wir uns nun unsere eigene Karaoke-CD. Das Ganze können wir mega bequem mit den Windows-Programmen Karaoke CD Plus G und dem dazugehörenden Brennprogramm Power CD Plus G Burner 2 von www.powerkaraoke.com durchziehen. Beides sind kommerzielle Programme. Ich habe hier nur die Trail-Version am Start, welche auf eine Minute Abspielzeit begrenzt ist. Warum das absolut ausreichend ist, werdet ihr gleich erkennen. Neben diesem Programm braucht man eigentlich nur noch eine Audioquelle, welche beispielsweise eine MP3-Datei sein kann, und eben den Liedtext. Die genaue Vorgehensweise zur Erstellung spare ich mir an dieser Stelle jetzt mal, denn das Programm hat einen sehr guten Wizard mit an Bord, da kann eigentlich gar nichts schief gehen. Die einzige Stelle, an der man Mist bauen kann, ist die, an der die Musik abgespielt wird und man live dazu die einzelnen Wörter markieren muss, damit später die Texteinblendung auch zum Song passt. Das ist reine Handarbeit, aber wenn man sich da vertut, kann man jederzeit nachbessern. Das Programm ist sogar in der Lage, den Gesang aus dem gewählten Song herauszufiltern, sodass ein Instrumentalstück übrig bleibt, so wie man es beim Karaoke ja haben möchte. Nur zaubern kann die Software eben nicht. Sie geht davon aus, dass der Gesang zwischen den beiden Stereospuren eingebettet ist. Ist dies nicht der Fall, dann klappt's halt nicht. Mit dem Power CD Plus G Burner 2 Brennprogramm packen wir dieses Machwerk dann auf Silberscheibe. Da eine Audio-CD auch als solche vom CDTV erstmal erkannt wird, landen wir im normalen Player. Hier müssen wir nun auf diesen Button hier gehen und dann die Play-Taste drücken. Und nun, mein guter Flathamster, das ist nur für dich. In Dublin's fair city, girls are so pretty, I first set my eyes on sweet Molly Malone, as she wheeled her wheelbarrow through the streets broad and narrow, crying cockles and mussels, alive, alive, oh. Und da ist die Trial schon wieder vorbei. Habt ihr ein Glück? Ich hätte noch weiter gesungen, kein Problem. Ne. Vielleicht regt sich ja nun der Basteldrang in euch. Da haben wir die CD, sehr viel Speicherplatz. Da wäre es doch nur schön, wenn man selbst bootfähige CD-ROMs herstellen könnte, ne?
Habe ich mir auch gedacht und es ist machbar. Leider nicht ganz so einfach, aber machbar. Wir brauchen das im Arminet frei erhältliche Programm Make-CD. Einfach nur Make-CD suchen und die Make-CD LHA herunterladen. Dann brauchen wir, der Einfachheit halber, WinUAE. Ja, die Puristen schreien jetzt auf, denn man könnte es auch alles direkt auf einem echten Amiga machen. Ja, logisch. Das setzt aber voraus, dass wir einen Amiga mit eingebautem CD-Brenner haben und das wiederum setze ich nicht voraus. Also bleibt's bei der Emulation. Was jetzt noch unbedingt wichtig ist, die cdtv.tm, die Trademark-Datei von Commodore, zu finden auf jeder cdtv-CD-ROM oder im Developer-Kit, welches man bei der CD32-Allianz zum Download finden kann. Dann brauchen wir noch das Programm RMTM, welches nichts anderes machen wird, als das Trademark-Logo wieder vom Screen zu entfernen. Ja, und dann freilich noch die Software, welche man auf die Schillerscheibe brutzeln möchte. Bedenket hierbei jedoch stets, wir haben Kickstart 1.3 im CDTV, entsprechend muss die Software dazu passen. Wir kippen it hier im Demo einfach mal simpel und brennen die Workbench 1.34 nebst der Extras-Diskette auf CD. Also brauchen wir die beiden Disketten als ADF-Dateien. Als Bootlaufwerk für die WinUAE-Emulation wähle ich ein vorbereitetes HDF, also ein Harddisk-File mit bereits installierter Workbench. Dann erstelle ich eine HDF, welche die Dateien enthalten wird, welche ich später auf die CD brennen möchte. Da ich nur zwei Disketteninhalte kopieren möchte, reicht hier eine kleine HDF völlig aus. Jetzt brauchen wir noch einen Windows-Ordner, in dem die cdtv.tm und die rmtm-Datei und unser heruntergeladenes Make-CD-LHA liegt und wo wir das zu erstellende CD-Image ablegen können, um nachher mit einem Windows-Brennprogramm darauf zugreifen zu können. Jetzt aktivieren wir noch die Diskettenlaufwerke DF0 und DF1. Wir legen aber noch nicht die ADF-Dateien der Workbench und der Extras hier hinein, denn sonst würde unser emulierter Amiga ja hiervon booten. Das wollen wir ja nicht. Haben wir alles zusammen, starten wir die Emulation. An Hardware habe ich einen Amiga 4000 eingestellt, 040er Prozessor, 16 MB Fastram, Kickstart 3.1. Es soll ja schließlich flott gehen. Als Workbench nehme ich die Version 3.1 mit Classic Workbench ADV Erweiterung, denn da ist das Entpackprogramm LHA immerhin schon enthalten, werden wir gleich brauchen. So, da wären wir. Kopieren wir also nun als erstes mal den ganzen Workbench-Krams in unsere kleine HDF. Dazu müssen wir die Workbench-Disketten einlegen, also die entsprechenden ADF-Dateien in der Emulation einbinden. Ja, halt, da geht's schon los. Auf CD können wir nichts speichern. Also müssen wir hier unbedingt einen Blick in die Startup-Sequence unserer Workbench 1.34 werfen. Also, wie schon oft exerziert, Shell öffnen, auf unsere kleine HDF wechseln, ins S-Verzeichnis gehen und add startup-sequence ausführen. Und jetzt hauen wir alle Schreibvorgänge raus. Ganz wichtig, wir brauchen, wie gesagt, RMTM. Sonst bleibt das Trademark-Logo ständig stehen und wir sind im Blindflug unterwegs. Abspeichern mit Escape und X und weiter geht's. Jetzt entpacken wir erstmal das Make-CD LHA, um damit arbeiten zu können. Einfach wie gehabt, LHAX MakeCD.LHA und dann das Verzeichnis, wo das ganze Ding hin soll. Ja, oder man lässt das Ganze, so wie ich hier, einfach die GUI machen. Nach dem Entpacken führen wir noch die Installationsroutine aus. Die ist weitestgehend selbsterklärend und sollte ausgeführt werden. Wenn man versucht, Make-CD jetzt direkt zu starten, bekommt man eine Fehlermeldung um die Ohren gehauen. Die kann man sich sparen, also einfach die Installation durchziehen.
Mit MakeCD erstellen wir nun ein ISO-File, also eine CD-Image-Datei. Damit wir alle notwendigen Funktionen zur Verfügung haben, setzen wir das Programm nun erstmal in den Expertenmodus. Mit einem Klick auf Add geht es nun an den Inhalt des zu erstellenden Images. Als Typ wählen wir das Filesystem. Das Ziel, Englisch Target, soll ein Image-File sein. Und löschen wollen wir das Image-File freilich nicht nach dem Erstellvorgang, das wäre ja irgendwo schwachsinnig. In den Advanced Options wählen wir noch den Track Type aus. Wir wollen Daten brennen, also wählen wir nun Mode 1. So, nun wählen wir hier endlich die Dateien und Verzeichnisse aus, welche wir im Image haben wollen, welche wir also später auf der CD haben möchten. Jetzt kommt die cdtv.tm-Datei ins Spiel. Im Boot Options Menü wählen wir Add CDTV Settings to Image und als Trademark-File, naja, was wohl, die cdtv.tm-Datei. Den ganzen Battle sollte man auch mal abspeichern. Sonst müssen wir bei weiteren zu erstellenden Images immer wieder den gleichen Krams einstellen. Jetzt wählen wir in den Advanced Options das Base Directory aus, also das Zielverzeichnis. Dort soll unser CD-Image erstellt werden. Hierfür benutzen wir unseren Windows-Ordner. Mit Create Image File geht's los. Wenn diese Abfrage kommen sollte, klicken wir stets auf Empty. Wenn das Image-File existiert, können wir die Emulation beenden. Jetzt nehmen wir ein CD-Brennprogramm unseres Vertrauens zur Hand und brennen das erzeugte Image auf CD. Wenn alles funktioniert hat, bootet nun unser CDTV von der eben gebrannten CD. Ja, da wären wir. Workbench 1.34, nebst Extras, Ladies and Gentlemen, wir haben ein Scheibchen gebrannt. Die beschriebene Vorgehensweise ist freilich mal wieder nur eine von vielen Möglichkeiten. Versteht es daher bitte nicht als Gesetz, sondern mehr als Serviervorschlag. Ob ihr mit dem Folgenden etwas anfangen könnt oder nicht, sei mal dahingestellt. Ich möchte es aber nicht außen vor lassen. Von einem meiner Zuschauer wurde mir mitgeteilt, dass man durch Öffnen des Jumper 15 das ROM für den CD-Betrieb abschalten kann. Man würde so also das CDTV in einen halbwegs normalen Amiga 500 umwandeln. Ich habe dazu momentan keinen wirklichen Verwendungszweck, aber vielleicht ja ihr. Keine Sorge, das ist nicht der Red Screen of Death des CDTV. Nee, es ist viel simpler. Diesen blümerant-rötlichen Bildschirm bekommt ihr dann angezeigt, wenn ein Bootmedium eingelegt wurde, von dem das CDTV nicht starten kann. Ja, so einfach ist es. Da die Entwicklungs- und Herstellkosten des CDTV zu hoch waren und noch viel schlimmer, der erhoffte Absatz ausblieb, reagierte das Commodore-Management wie gewohnt kurzschlussartig. Nolan Bushnell wurde gekickt und mit ihm die Abteilung Special Projects.
anstelle aber auch das CD-TV-Konzept hinzuschmeißen, entschied man sich, eine heftigst kostenreduzierte und dennoch leistungsgesteigerte Variante davon zu entwickeln und zu vermarkten. Startschuss für das CD-TV 2 bzw. das CD-TV CR, wobei das CR für Cost Reduced steht. Das interne CD-ROM-Laufwerk wurde auf doppelte Geschwindigkeit gebracht und war nun als normales Schubladenlaufwerk vorhanden. Es gab nun ein internes 3,5 Zoll Diskettenlaufwerk und es gab auch die Option auf eine interne Festplatte. Grundstock des CD-TV CR war nicht mehr der Amiga 500, sondern der Amiga 600, von dem man das Kickstart 2.05 und den ECS-Chipsatz übernahm. Genauso wie die günstige SMD-Bestückungstechnologie für das Mainboard. Sogar das frontseitige Display wurde deutlich verbessert. Auch eine sehr gute Entscheidung, man ging weg von dem wenig verbreiteten Fujisoku bzw. ITT Canons Darkheart 38-Pin-Anschluss für zusätzliche Speicheroptionen und übernahm vom Amiga 600 stattdessen den wesentlich gängigeren PCM-CIA-Port. Daneben gab es noch weitere tolle Verbesserungen in der Hardware, doch es ist prinzipiell sinnlos darauf einzugehen, denn das CD-TV CR, welches zweifelsohne das bessere CD-TV ist, schaffte es nicht mehr auf den Markt. Es ist wie immer, keine Arme, keine Kekse, kein Markt, kein Erfolg. Manche Quellen sprechen von etwa 64 produzierten Einheiten, von denen bis heute gerade mal 10 Stück überlebt haben. Und eines davon befindet sich in der Computer Collection Vienna beim Stefan Eggert, der mir freundlicherweise genehmigt hat, diese Fotos für die Siesta Chips Folge zu verwenden. Und wegen der extremen Verknappung des Marktes auf gerade mal 10 Stück müssen wir, glaube ich, über den aktuellen Tarif eines solchen Gerätes nicht spekulieren. Ja, und wie zum Teufel überzeuge ich meine Frau davon, dass das CD-TV ins Wohnzimmer gehört? Na, ich will's mal so sagen. Ich hatte stillschweigend meine Xbox 360 gegen das CD-TV ausgetauscht und es hat Tage gedauert, bis meine Frau mal fragte, was ist denn das? Die Maschine passt dank ihrer Optik einfach wunderbar überall hin. Große Überzeugungsarbeit sollte da also eigentlich nicht vonnöten sein und wenn doch, dann zeigt eine Runde SimCity und Lemmings und dann wird das schon. Ach du schönes Ding, die liebe Zeit, es ist doch immer wieder das Gleiche. Ich habe jetzt die dritte CD-TV-Folge voll, also sie ist wirklich knallvoll und muss daher allen Ernstes jemanden enttäuschen. Mein lieber Twanger aus dem A1K-Forum, du hast mir dankenswerterweise Fotos von den Erweiterungsmöglichkeiten hardware-seitig des CD-TVs geschickt. Sei mir bitte nicht böse, aber ich krieg's einfach nicht mehr in diese Folge hinein. Ich werde den Link unten in die Beschreibung von diesem Video einfügen zu deinem Thread im A1K-Forum. Also an all diejenigen, die sich für die erstaunlicherweise vielen verfügbaren Erweiterungsmöglichkeiten für das CD-TV interessieren, seid so gut, klickt auf den Link und lest euch den Thread vom Twanger durch. Es gibt tatsächlich mehr Erweiterungsmöglichkeiten, als man für dieses Ding sich gedacht hätte. Na, seid so gut, klickt auf den Link und verzeiht mir bitte, dass ich es hier an dieser Stelle jetzt nicht mehr zeigen kann. Das war sie. Die Folge 40. Dies war die letzte Folge der Yesterchips. In diesem Jahr, 2016, wird es weitergehen. Ich möchte jetzt die kalte Jahreszeit nutzen, mal wieder ganz ohne Kamera an meinen alten Schätzchen herumzubasteln, denn das kam mir in letzter Zeit viel zu kurz. Da es die letzte Folge vor Weihnachten 2015 ist, möchte ich an dieser Stelle meinen herzlichen Dank all denjenigen aussprechen, welche mich bei meinen Yesterchips Produktionen in diesem Jahr tatkräftig unterstützt haben, sowie bei all meinen Abonnenten, Followern, Likern und wie die alle noch heißen, freilich auch bei den fleißigen E-Mail-Schreibern und bei den paar wenigen, die mich quasi in Persona auf Conventions auf meine Videos loben angesprochen haben, euch allen, vielen, vielen Dank. Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, nun etwas mehr über die momentan sehr herausfordernde Situation zum Thema Flüchtlinge zu sagen. Aber ich denke, ich lasse es besser bleiben. Jedem sei seine Meinung gegönnt.
Wer helfen möchte, der soll es tun. Wer nicht helfen möchte, der möge es bitte beim Nichtstun belassen und darauf verzichten, den Helfern etwas anderes einreden zu wollen. Die Bundesrepublik Deutschland steht seit dem Ende der DDR nun erstmalig vor einer Herausforderung, in der sie als Volksgemeinschaft gefragt ist und nicht als abstraktes Wirtschafts- oder Finanzgebilde, wie das bei der Banken- oder Griechenland-Krise der Fall war, denn so richtig gejuckt hat uns persönlich das ja nun nicht. Wir sind diesmal jedoch als Menschen gefordert. Erschreckend ist für mich dabei nur, dass sich einige schon vor Angst bis zur Halskrause zuscheißen oder zuscheißen lassen, obwohl sie sich noch nicht ein einziges Mal selbst ein Bild von der Situation gemacht haben. Wissen kann man etwas nur dann, wenn man es selbst gesehen hat. Das kostet Überwindung, ja gewiss. Zu Hause vorm Fernseher zu sitzen ist viel bequemer, das ist gar keine Frage. Na, genug davon. Und damit beschließe ich die Folge 40, indem ich es diesmal mit dem Retro-Gambler halte, ob es ihm nun gefällt oder nicht. Denn mit den Worten, mit denen er stets seine Videos beschließt, kann man es in allen Lebenslagen einfach nicht trefflicher ausdrücken. Bei allem, was ihr macht, was ihr denkt, was ihr tut, immer Mensch bleiben. Euer Mick.